Wir wussten, dass es kein schönes Spiel wird. Ich glaube, man wird auch kein schöner Finale morgen sehen. Es ist das 9. Spiel in 18 Tagen und es geht um Kopf und Wille und Charakter. Und das haben die richtig gezeigt. Von jedem, der auf der Platte war, hat man heute angemerkt, dass wir heute unbedingt den Sieg wollten und auch nochmal über die Schmerzgrenze hinweggegangen sind. Denn es ist ja schon ein langes Turnier und sehr kräftezehrende Spiele, die hinter uns liegen. Und dass wir da als Team nochmal hochgekommen sind und das Spiel dann unbedingt gewinnen wollten, das war heute ganz wichtig. Ja, natürlich mit dem Spiel heute sind wir glücklich, dass wir jetzt in den ersten 7 sind, aber ein Wermutstropfen bleibt trotzdem. Für das Viertelfinale, das wir verloren haben, ich glaube, die Möglichkeit wäre da gewesen bei dem Turnier mit der Mannschaft ein Halbfinale oder vielleicht auch eine Medaille zu erreichen. Und das ist natürlich auch im Kopf, aber es war ganz wichtig, dass wir heute gewonnen haben und jetzt die Möglichkeit bekommen, uns für Rio zu qualifizieren. Ja, ich glaube, wir gehen heute Abend lecker essen und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Bier.